So, mit einer vollen Batterie, wie ihr auch hier sehen könnt, gehe ich wieder an die Stage 2 ran. Uns fehlt ja da noch ein kleines Stückchen. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das ist. Ich denke, es ist diesmal nämlich kein Eis. Zack. Zack. Du hast einen Speer. Dich will ich aber auch nicht. Zack. Schade, dass. Hat der Ninja keinen Obenangriff? Ninja Kick. Och, Bombe, naja. Okay, dann lassen wir das. So. Ein Eis, was durchs Feuer geht und nicht geschmolzen ist. Das Eis will ich jetzt gar nicht probieren, weil das könnte sehr. Nein, mein Ninja ist tot. Und ich bin auch gleich tot, wenn ich so weiter in diese. Moment. Kugelblitz. Ja. Get out of my way! So. Auf den drauf gesprungen. Du wirst eh gleich aus dem Screen gehauen. So. Ich frag mich echt, wo das Ding ist. Da scheint nichts zu sein. Also muss es direkt hier dann sein. Wo? Muss echt die Augen jetzt aufhaben. Ob es hier nicht irgendwo einen Spaltweg gibt oder so. Zack, zack. Bisher sehe ich nichts. Ja, flieg du mal. Bombenfuzzi. Okay, hier ist zwar was, aber das ist kein Spaltweg. Gut. So. Jetzt das hier unten wieder diese Lavawand. Überlege ich echt, wo das sein könnte, weil das nächste kommt ja bald schon. So. Ich esse auch nix. Ha. 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 Sehr witzig. Optische Täuschung. Ah, gut, dass ich den Ninja hab. Moment, ich muss ein bisschen weiter runter. Nehmen wir noch ein Stück. Ah, gut. Ah, zu hoch. Hab's. So. Gut, jetzt muss ich nur noch das Level beenden. Ah, toll. Weil netterweise so eine optische Täuschung hier, da muss man echt drauf achten. Wahahahaha. Witzig. So. Und rein. Okay, aber jetzt einfach nur durchgehen. Dann nehme ich schon mal die hier. Einfach nur hochspammen. Ich spamme mich in die Luft. Da brauche ich eh nicht lang gehen. Teil haben wir ja schon. Hoch mit dir, Kirby! Ja, genau, Kirby. Super. Was seid ihr denn? Spark? Oh ja, das könnte ich sehr gut gebrauchen. Alter, da. Ich schüttel einfach ganz Zeit die Fernbedienung, während ich laufe. Dadurch habe ich ja dauerhafte Spannung. Das heißt, totale Immunität gegen normale, halbstarke Gegner. Außer jetzt hier. Er ist gut. Okay, nach oben kann ich rausgehen und diesen Move machen. Schnell chargen. So. Lauf, Kirby. Lauf. Dein Elektroschild würde dich vor allem schützen. Oh, Tatsache. Ah, stimmt, Tornado hätte ich nehmen können gerade. Tornado, mit dem wäre ich am allerschnellsten jetzt hier beim Durchgehen. Weil das Wheel gibt es ja hier nicht mehr. Boom! Hoppa. Nächster Schwert. Wow. Lauf, Kirby.
Lauf, 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 lauf. Opa, Grätsche. Okay. In dem Tornado. Damit bin ich wirklich am allerschnellsten, wenn ich irgendwo durchgehe. Aber erstmal zweimal essen. So. Außerdem das Beste, um gegen den Gegner zu kämpfen, ist eigentlich Tornado. Aua. Okay, Tornado haben sie hier ein bisschen abgeschwächt, weil Tornado war damals overpowered, aber sowas von. Komm her. Zack, zack, zack. Ach. Komm, hier weiter, Tornado. So. Komm her. Und schnell. Ach. Hier. Und jetzt konterst du das auch noch. Ja, klar. Und weg mit dir. Ich möchte die Fähigkeit nicht. Ich bleib bei meinem Tornado. Wuhu. Rappadopadu. So. Den Hammer brauche ich jetzt. Ja, nimmer. Die Dimension muss ich auch nicht machen. Ja, genau. Fall in die Lava. Gute Aktion. Nö, da brauch ich auch nicht lang. Hop, 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 hop. Hoppadu. Ach, damit wären wir doch schon glatt durch. Juhu. Und alle Ninjas noch erwischt. Ha, das ging doch richtig schnell eigentlich. So, Bonussprung. Juhu. Damit wäre diese Welt endgültig mal abgeschlossen. Diese Stage hier. So. Dann geht's jetzt an 3. Wir haben jetzt noch 5 vor uns. Das heißt, da oben wird's dann interessant. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Level für mich bereithält. Den Tod. Danke. Wow. Mistvieh. Mistvieh. Ach, schade, ich hätte gedacht, der hätte noch ein paar Treffer stand. Was? Soll das eine Sonne darstellen? Wow. What the... Was ist das? Das sieht echt strange aus. Machen die Dinger es kaputt? Gut, für diese Information. Weg mit dir. Autsch. Und er hat meine Fähigkeit gerade mit verbrannt. Nehmen wir also Laub weiter. Obwohl. Ich habe Lust auf den Boomerang. Oder Cutter. Nix Boomerang. Wow, da war noch ein Steinchen. Aber was seid ihr denn für Viecher? Ja genau, mach mir den Weg frei. Danke. Du gibst mir eh keinen Vogel. Joa, passt. Danke. Wow. Moment, ich wollte gerade hier... Schade, ich dachte, ich kann diese Kombi machen. Also wenn ich jetzt irgendwas verpasst habe, dann... Nee, hier ist nichts. Gut. Moment. Hoppa! Ne, hier ist nur eine Maxi-Tomate. Ich frage mich echt, wo hier die Zahnräder versteckt sind. Ob ich schon eins verpasst habe. Da unten ist eins. Wie soll ich da hinkommen? Ah, sehe ich schon.
Ja, sehe schon und habe mein Item dafür verloren, um das frei zu bekommen. Aber da habe ich gar nicht drauf geachtet. Bei uns sind zwei Eis. Nur halt für einen Speer wird das jetzt ein bisschen problematisch. Na gut, hat geklappt. Oh, hier ist ein Boden. Hätte ich das nicht gedacht. Bitte sei das Erste. Ach, Glück gehabt. Ah ja, ich kann da durch. Ich dachte schon, ich muss jetzt mit denen denselben Weg hier bahnen. Diesmal weiß ich, dass ihr keine Deko seid. Au! Boah, diese Solar-Dinger da. Solar. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger nennen soll. Solare Kugeln? Was ist das? Eis! Eis, Eis! Juhu, Eis! Oh. UFO! Ach nö. Das heißt, ich darf mein Eis gerade wieder weggeben. Eis scheint super effektiv auf das Vieh zu sein. Ja, ist gut. Ich nehme mal. Ah, verdammt, ich wollte mein Essen nehmen. Stachel! Ja, komm her, Stachel. Okay, ich geb's auf. Boom! Das macht schon mehr Schaden. Nächster. Hier. So. Elektro. Muha. Nur chargen. So. Moment. Hier da oben ist nix. Okay. Also bisher kommen die Teile sehr mager. So, ich glaube, ich habe sogar einen verpasst gerade, wenn ich mein Blick sich nicht getäuscht hat. Ich hoffe, er hat sich getäuscht. Hau ab. Nee, jetzt gerade nichts. Nee. Ach. Kommt schon. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Nee, hier unten ist nichts. Das ist eine große Kugel. Vogel! Nein. Ich möchte nicht, dass du als Hähnchen endest. Du sollst direkt als ungegrillt in meinem Bauch landen. Sagte sich Kirby und aß den Vogel. Nein, das ist auch nur Fleisch. Flatterviecher, lasst mir mal Ruhe. Nee, hier ist nichts. Auch nichts. Hier auch. Schade, schade. Wow. Da unten ist der offizielle Weg, würde ich mal sagen. Und ein paar Hotdogs. Und oben drüber ist der... Achso, ich dachte schon. Den offizielle Weg. Na, dann komm her, du Tür. Hoppa. Okay. Nö. Nicht so eine Schuhaktion, na toll. Ihr wisst ja, ich bin so gut mit dem Schuh. Frage, kann ich auf das Ding... Okay, der Schuh ist wirklich Markenqualität. Er kann über Lava laufen. Okay, ich glaube, ich muss den Schuh dafür nutzen. So. Ein Würstchen. Hoppa. Hier brauche ich nicht abspringen. Hier muss ich abspringen. Hopp, 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 hopp. Klick, 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 hopp. Aha, geschafft. Yes, sir. Gut, jetzt noch durch. Halleluja, geschafft. Wow, das war jetzt ziemlich knapp unter der Kugel vorbei. Leichte Verbrennung bei Kirby und ich würde sagen, ich werde hier erstmal einen Schnitt setzen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.